Was können Parasiten dann für Symptome auslösen, beziehungsweise an welchen gesundheitlichen Problemen könnten sie beteiligt sein? Was ist so deine Erfahrung? Ja, also leider gibt es keine typischen Symptome. Hm. Aber jeder Mensch kann zumindest Verdacht schöpfen. Mhm. Zum Beispiel, alles, was plötzlich, anfallsartig und wiederkehrend ist, Verdacht auf Parasiten. Das heißt, irgendwelche Schübe, irgendwelche Symptome, die 2, 3 Tage da sind und dann verschwinden ohne Therapie, ohne nichts, wie aus dem Nichts. Attacken, Anfälle aus dem Nichts, Schübe. Das ist schon für mich verdächtig. Hey, schau mal nach Parasiten. Warum? Mittlerweile denke ich automatisch an Parasiten, wenn Patienten mit komischen Symptomen kommen, die eigentlich in keinem Raster passen. Okay. Darauf werde ich auch fündig. Das heißt, alles, was aus dem Nichts kommt, egal in welchem Organ, zum Beispiel, es gibt da allgemeine Hinweise. Plötzlicher Juckreiz. Also nicht nur Afterjuckern, das weiß mittlerweile jeder, aber auch Ohrenjuckern, Ekzeme, Kreislaufkollaps, so aus dem Nichts, Gewichtsabfall oder Gewichtszunahme, so aus dem Nichts, oder Leistungseinbruch, es ist nicht nur der Epstein-Barr-Virus bei Kindern und Sportlern, oder plötzlich können die Leute Nahrungsmittel gar nicht mehr vertragen. Alles, was sie bis gestern vertragen haben, vertragen heute nicht mehr. Oder die Medikamente, die vorher gewirkt haben, wirken plötzlich nicht mehr. Das sind so allgemeine Hinweise. Manchmal ist die Symptomatik, sag mal, nur organbezogen. Menschen beklagen plötzliche Schübe oder Attacken, wie ich sagte, zum Beispiel am Darm. Plötzlich Heißhunger. Denkt jeder Und an Candida. Nein, das sind auch eher Parasiten. okay, Oder woran, was denkst du dann, woran es liegt, dass es so plötzlich kommt, diese Schübe, was du gerade alles erklärt hast? Warum kann es sein, dass das dann so plötzlich kommt, schubweise Attacken? Diese Attacken sind, das ist das Aufbäumen des Immunsystems in den Kampf gegen eines Erregers. Also plötzlich entsteht Krieg im Körper. Und Ja? dann entstehen diese Symptome. Der Körper versucht, alles irgendwo zu mobilisieren, um dagegen was zu tun. Und wenn es die Parasiten hauptsächlich im Darm sind, dann werden natürlich Darmprobleme gezeigt. Obstipation, also Verstopfung, Durchfall, Bauchschmerzen, Bewegungen, komische Bewegungen im Darm, Appetitlosigkeit, Koliken, Reizdarm. Plötzlich können die Leute Obst und Gemüse, also Obst nicht mehr, Fruktoseintoleranz oder die Milch, Laktoseintoleranz. Das sind so zwar nicht Symptome, wo jeder denkt, oh, das ist ein Parasiten. Aber wenn es plötzlich da ist und dann genauso plötzlich nach 2, 3 Tagen, nach einem Monat verschwindet und dann 5 Monate später fangen die wieder an, da sollte für jeden ein Alarmzeichen, hey, schau nach Parasiten. Ja, das Okay. ist also im Darm, aber wenn du willst, kann ich auch ein paar Symptome, die sehr häufig vorkommen, an anderen Organen gerade vielleicht erwähnen. Ja, klar, gern. Also was sehr häufig vorkommt, ist, was die Lunge betrifft, das ist ein trockener Husten mit Räuspern. So etwas. Also dass die Leute plötzlich aus dem Nichts oder nachts haben sie Hustenattacken, wie meine Frau, ne? Hustenattacken und die tagsüber gar nicht da sind. Die sind nicht erkältet, es ist kein Fieber, keine Senkung im Blut, Labor ist alles okay und therapieresistent. Also Hustensaft oder was weiß ich, Gurgeln mit Honig, also dann geht der Husten gar nicht weg. Und auch nachts häufig nächtliches Herzrasen, Herzstolpern, was natürlich auch Panik macht. Laufen die Leute natürlich in die Ambulanzen und machen EKG und Herzinfarkt, Verdacht und alles, aber echt, ja. Und die kommen enttäuscht nach Hause und sagen, das ist eigentlich gar nichts, oder Gott sei Dank oder wie auch immer, aber sowas erleben die Leute nicht gerne. Es gibt ja Oder Parasiten, die im Herz wirklich sind, nachgewiesenermaßen. Also ja, Parasiten im Herz. es gibt Transitparasiten durch das Herz und da sind die überall am bekanntesten die Spulwürmer, wo die Larven und die Eier über die Lebervene ins Herz gehen. Das Herz versucht mit Stolpern und Rasen und alles Mögliche weiter, weiter, weiter nach außen zu bringen. Dann geht über die Lungenvene in die Lunge und der Körper versucht als Abwehrreaktion durch Husten, Räuspern, die in die außerhalb des Körpers zu bringen. Okay. Das heißt, es ist gar nicht so selten.
Okay. Und Gelenke können wehtun, Schmerzen in Gelenken, ohne dass die Orthopäde irgendetwas am Gelenk findet. Also es ist nicht gerötet, es ist nicht druckempfindlich, aber es tut einfach mal weh. Aber noch schlimmer sind die neurologischen oder psychiatrischen, vor allem bei Kindern. Die Kinder, die Unruhe sind, die Zappelphilippe, die Konzentrationsstörungen, die Schlafprobleme haben, die Angststörungen haben oder Gedeihstörungen, dann sollte man wie früher eher an Parasiten denken als an Ritalin und irgendwelche Psychotherapien bei kleinen Kindern, sodass die bitte schön nicht für das ganze Leben abgestempelt werden, also fälschlicherweise abgestempelt werden. Welche Parasiten können dann das auslösen, zum Beispiel bei Kindern? Würdest du auch sagen, dass Toxoplasma gondii da eine Rolle spielen kann? Ja, eher selten. Also die sehe ich nicht oft. Mhm. Aber alle Parasiten, vor allem die üblichen, die Spulwürmer, die Bandwürmer, die Peitschenwürmer. Also das heißt, die Würmer, die am häufigsten vorkommen und in den Darm belagern, Darm, Bauch, Hirn, ne? Die Verbindung Bauch, Hirn, das Immunsystem sitzt im Darm, die Glückshormone, die Wohlfühlhormone sitzen auch im Darm. Ist der Darm, hat ein Darm ein Problem, dann kriegt das Hirn auch mit. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, plötzlich also wird Weizen und Milchprodukte nicht mehr vertragen, Histaminose, auch eine Auswirkung aufs Gehirn. Das Kind kommt einfach nicht zur Ruhe und das ist bestimmt nicht, weil er zu wenig Ritalin im Körper hat. Wahrscheinlich nicht, ne? Da könnte es andere Ursachen haben. Ja.